Alpha Kevin, wie große YouTuber und Streamer beleidigen und Body shamen. Let's go. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, ich würde wegen Cloud gegen irgendwelche YouTuber oder Streamer schießen, dem ist nicht so. Wobei, mir wäre es auch egal, wenn ihr das so denkt. Ich habe nämlich nichts gegen die jetzt im Video angesprochenen Leute. Weder gegen Hanipu noch gegen KuchenTV oder sonstige Twitter-Trolle und ähnliche Leute, die ebenfalls eine Erwähnung hier verdient hätten. Ganz im Gegenteil. Ich will bloß euch einfach mal aufzeigen, was derzeit auf Twitter und Instagram abgeht und wie es normal geworden ist, einfach Menschen auf eine extrem ekelhafte Art und Weise wegzubeleidigen. Dabei geht es vor allem hierbei um Bodyshaming, also darum, das Äußere von Menschen zu bewerten und niederzumachen. Seht das aber bitte nicht als Angriff, denn das Video hier soll nur dazu dienen, sich vielleicht ein bisschen selbstkritisch damit auseinanderzusetzen, denn ich denke, Mobbing muss nicht gepusht oder toleriert werden und vielleicht kann ich die ein oder anderen so ein bisschen aufwecken. Und nicht falsch verstehen, wir reden hierbei wirklich von ganz eindeutigem Mobbing und nicht dem Glorifizieren von Übergewicht, wo die ist echt ein Meme geworden. Die muss jedes Mal herhalten, wenn es um so ein Thema geht, dann kommt die jedes Mal über die Frau. Ich bin gesund und fett. Und du, als Arzt, mit deinen Fakten, deine verdammten Fakten, verletzt mich. Kannst du nicht ausdenken, ich. Kritik wirklich angebracht wäre. Doch wie bin ich jetzt eigentlich genau auf dieses Thema gestoßen? In erster Linie bin ich wirklich leider ziemlich viel auf Twitter unterwegs und bekomme dadurch mit, was die Leute derzeit so feiern. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen regelrechten Trend gibt, bei welchem man völlig unnötig, ungefragt Menschen aufs Äußere reduziert und dann schlecht redet. Als ich mir das dann ungefähr das 100. Mal durchlesen musste, wie irgendjemand jemand als fett beleidigt hat, dachte ich mir, ich schreibe einfach mal einen Tweet, damit vielleicht... Aber ist Fett überhaupt eigentlich mal eine Beleidigung, wenn man fett ist? Also wenn jetzt zu jemandem sagt, ich bin fett oder ich bin etwas dicker, dann sage ich, ja, stimmt. Ja, es ist mir einfach egal. Einige danach merken, dass Mobbing in dieser Form vielleicht gar nicht mal so geil ist und man das eigentlich auch schon vom Elternhaus beigebracht bekommen sollte. Seit wann ist es eigentlich Trend geworden, auf Twitter die mieseste Fettfeindlichkeit an den Tag zu legen? Seid ihr 13 oder was? Niemand kennt die Geschichte hinter den Menschen, die eventuell übergewichtig sind. Boah, aber die Rechtschreibung wieder übergewichtig. Ist ein Adjektiv, bitte. Also respektlos und bodenlos, hier permanent auf das Aussehen zu gehen. Also, er sollte wirklich übergewichtig doch auf klein korrigieren. Es gibt nicht das übergewichtig. Es gibt, wie ist man übergewichtig? Absolut respektlos und bodenlos, hier permanent auf das Aussehen zu gehen. Lernt mal, was Anstand ist und was solche Kommentare mit Menschen machen können. Leider haben viele Menschen genau diesen Tweet wahrscheinlich mit Absicht falsch verstanden, weshalb dann geschrieben wurde, dass ich auf einmal Übergewicht glorifiziere, was ich ja offensichtlich in keiner Silbe in meinem Tweet erwähnt habe, aber... Na, das ist absichtlich falsch verstehen wieder. Das ist halt wieder so ganz absichtlich falsch verstehen. Also, er hat Bodyshaming oder Fatshaming, sowas hat er jetzt mal kritisiert, dass er das nicht so gut findet. Du findest bestimmt gut, dass Leute richtig extrem fett sind. 150 Kilo wiegen auf 1,60 Meter. So, das ist absichtlich natürlich falsch verstehen, ne? Damit man jetzt ein Beef anzetteln kann. Perfekt. Okay, seit wann ist es eigentlich Trend geworden, eine zu über 90% selbstverschuldete Krankheit so extrem verteidigen zu müssen? Also, weil ich schreibe, dass man nicht... Selbst wenn man selber schuld ist, lass doch die Leute in Ruhe. Oh Gott, muss man denn... Selbst wenn... Ach, kann man nicht mal Leute einfach in Ruhe lassen? Einfach mal sagen, okay, der ist halt fett geworden, warum auch immer. Vielleicht hat er eine Lebensphase gehabt, wo er einfach viel gefressen hat. Vielleicht hat er zu wenig Sport gemacht. Oder vielleicht wollte er auch einfach mal ausprobieren, wie es ist, dick zu sein. Was geht dich das an, du Penner? Grundlos einfach Leute beleidigen sollte aufgrund ihres Körpergewichts, wird das als Verteidigung von Adipositas interpretiert. Damit war er übrigens nicht der Einzige, weil es ungesund ist, wissenschaftsfeindlich ist, für Übergewicht werben und zu glorifizieren. Auch ja, das war natürlich eine... Er hat es nicht verstanden, dass ich in meinem Tweet... Der hat es verstanden. Manchmal versuchen die Leute einen absichtlich misszuverstehen. Das ist halt wieder so diese Herangehensweise, ne? Also man unterstellt jemanden etwas, was er nicht gesagt hat, oder was er gesagt haben könnte, was vielleicht hinter irgendeiner Botschaft steckt und dann kann man daraus irgendwie ein Argument basteln. Was ich gemeint habe, ist Werbung dafür. Also so ein bisschen eigentlich auch wieder so, ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Strohmann-mäßig. Gut ist, mir geht es hier ausschließlich um das Beleidigen und das Nicht-Akzeptieren von übergewichtigen Menschen und er soll das nochmal extra aufschreiben, scheiße, hat er ja.
Ist doch eindeutig, was er gemeint hat. Muss man halt mal eine klare Grenze ziehen. Denn ich rede ja hierbei nicht darum, dass Übergewicht gut ist und man das auch glorifizieren sollte. Ganz im Gegenteil. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Übergewicht ungesund ist und es zu vielen Komplikationen führen kann. Doch es gibt... Fettshaming. Ja, nee, Fakt ist so. So. Übergewicht, vor allem starkes Übergewicht, ist einfach nicht gut. Punkt. Ist nicht gesundheitlich förderlich. Sollte man vermeiden, so. Mein Arzt könnte jetzt auch sagen, Herr so und so, ne? Bei Ihnen geht es nicht so schlimm, aber wenn Sie jetzt nicht aufpassen und dann, ne, in einem halben Jahr mit 110 oder 20 Kilo reinkommen und Sie dann über, keine Ahnung, Kurzatmigkeit oder irgendwas klagen, gehen Sie regelmäßig raus, bewegen Sie sich, machen Sie Sport, was essen Sie denn so? Und dann erzähle ich ihm, ja, ich ernähre mich scheiße. Ja, Herr Morion, das sollten Sie ändern. Und sag ich zu meinem Arzt, Fettshaming! Wie so eine Waffe. Es gibt halt einen Unterschied zwischen, yo, ich finde das Glorifizieren von Übergewicht nicht gut und lass mal alle als ekelhaft und fett beleidigen, die übergewichtig sind und sich im Internet zeigen. Leider. Und da muss ich wirklich sagen, leider ist mir das bei KuchenTV am meisten aufgefallen. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich habe keine Differenz mit KuchenTV. Wir sind jetzt auch nicht in einem übel negativen Verhältnis oder so. Also zwischen uns ist im Prinzip eigentlich alles in Ordnung. Aber ich kann... Oh, aber es geht Drama los, oder? Bitte nicht. Ich wäre froh, wenn ich... KuchenTV in seinen Body Positivity Videos meinte, dass man doch niemanden beleidigen sollte aufgrund ihres Äußeren. Mich persönlich macht diese Person auch wütend, weil sie einfach überhaupt keine Intelligenz besitzt. Aber das gibt euch nicht das Recht, sie zu beleidigen oder runterzumachen. Stellt euch bitte nicht auf eine Stufe wie diese Person. Seid besser. Entweder ihr schreibt ganz normale, sachliche Kommentare oder ihr haltet einfach eure Fresse. Wenn ich mitkriege, dass irgendwelche meiner Zuschauer irgendwelche beleidigenden Kommentare schreiben, dann blockiere ich euch übrigens, weil ich euch nicht in meiner Community haben will. Das ist dann aber halt nicht so geil, wenn man Menschen blockiert, die andere beleidigen. Man aber beispielsweise vor ein paar Tagen folgende Storys postete. Eatling Haaland, Kilogramm Mbappé, Diabetico Madrid. Diese Story... Ja, das ist schon ein fieses Wortspiel, aber ehrlich gesagt, ich muss auch drüber lachen. Und selbst wenn ich so fett wäre wie der, ich würde auch drüber lachen, weil es einfach... da bin ich jetzt wieder... da bin ich jetzt leider wieder ein bisschen... Ich kann über sowas trotzdem lachen. Das ist irgendwie Diabetico Madrid. Sind ausnahmslos beleidigend. Es bietet keinen Mehrwert und der Influencer, der dort Fußball spielt, hat auch nicht nach Namenswitzen gefragt, nur weil er dort irgendwie Fußball spielt. Er wollte halt lediglich seine Skills zeigen, sich dabei filmen, das ins Netz stellen und das war's. Er hat nicht nach... Ja, ist schon unnötig, weil in dem Moment sollte man schon den Fokus darauf legen, was er einem zeigen will. Das ist halt, ist auch wieder so eine Kontextsache halt, ne, wenn als irgendwie, wenn der jetzt irgendwie da gestanden wäre, mega unfreundlich und hätte dann irgendwie gesagt so, oh, ich bin voll sportlich und fit und alles, ne, da hätten die Leute gesagt, oh, ne, aber wenn er jetzt einfach zeigen will, hier, ich kann ein bisschen was mit dem Ball anstellen oder ich bin technisch begabt, ja, klar, ich kann jetzt nicht hier irgendwie, ich werde jetzt hier nicht Alfonso Davis hinterherrennen können, aber ja, es ist wieder so eine Situationssache, ne, wenn man halt in dem Moment Witze macht, wo einfach jemand nett ist, ne, und du drückst ihm dann trotzdem irgendwie eine Gemeinheit rein, dann ja, das ist halt schon scheiße. Es ist halt auch immer die Art, wie sich die Leute verteidigen. Du kriegst halt manchmal eine von Latz, so, man kriegt halt eine ab, wenn man sich halt wie ein Arsch irgendwie verhalten hat, dann kriegt man quasi das Arschloch auch mal zurück. Aber wenn das einfach nur Videos sind, wo halt übergewichtige Menschen irgendwas zeigen, was einfach nichts direkt mit ihrem Übergewicht zu tun hat, dann sollte man eigentlich darauf verzichten, die irgendwie, ja... Ich hätte dann eher, also wenn da jetzt einer zum Beispiel stehen würde mit 120, 130, 150 Kilo und ist dann trotzdem fußballerisch begabt und hier kann was mit dem Ball anstellen oder so, dann würde ich sogar sagen, egal, obwohl der so körperlich da geformt ist, kriegt er das trotzdem so gut hin, dann würde ich sagen, egal, als wenn er jetzt noch ein bisschen körperlich fitter wirst, dann könntest du ja noch mehr machen, ne? So würde ich dann eher an Leute rangehen, weil da dann jemanden dumm Witz reinzudrücken, ja, ist schon ein bisschen kacke. Nach der Bewertung seines Äußeren gefragt. Also, das ist halt wirklich unnötiges Gehate und das ohne Grund. Und vor allem stellt man jemand öffentlich bloß. Und das finde ich wirklich super ärgerlich. Aber trotzdem muss ich halt, das ist halt wieder das Ding, ne? Ich muss halt trotzdem mit dem Wortwitz lachen, der Diabetiker Madrid. Erst mal darauf kommen.
Denn diese Storys, die kamen alle, nachdem ich meinen Tweet verfasst habe, dass ich diese Fettfeindlichkeit nicht nachvollziehen kann. Und auch zuvor wurde KuchenTV dafür immer wieder kritisiert, denn in Videos sagte er ja das hier. Ja, natürlich solltest du deinen Körper so respektieren, wie er ist. Und natürlich hat auch keiner das Recht, dich aufgrund dessen zu diskriminieren. Aber wenn man dann auf Twitter schaut, dann sieht man halt solche Takes. Ja, das finde ich auch nicht cool, dass man immer diese Wahlvergleiche und so. Oder sowas. Da weiß ich ja manchmal echt nicht, ob da Kuchen auch so ein doppeltes Spiel spielt. Einerseits weiß er es besser und ist eigentlich auch nicht so doof, wie er sich manchmal dahinstellt, aber der hat ja schon auch sich entwickelt über die Jahre. Also er ist eigentlich nicht mehr ganz so, wie er früher war. Nur das macht es halt wiederum ziemlich gemein, wenn er halt trotz wieder besseren Wissens dann trotzdem sowas macht, um vielleicht wieder einen anderen Teil seiner Community irgendwie damit zu befrieden. Weil dann sagt, hier, komm mal, ich bin immer noch ein bisschen edgy wie früher. Ich mache auch mal so wiese, böse Witze, die dann irgendwie... Also ehrlich gesagt, das wäre jetzt auch unter meinem Niveau. Ich würde sowas nicht twittern oder auf Facebook. Sowas. Ich poste sowieso auf Facebook nicht solche Sachen, weil ich das einfach... Ich weiß ich nicht, das ist halt auch so irgendwann so Grund, ich will nicht sagen Grundschulhumor, aber das ist pubertärer Humor irgendwie. So, diese Witze hat man halt auch irgendwann alle über. Ich meine, du kriegst sie mal mit, du das ist halt dann so ein Schenkelklopfer, wie gerade eben, du lachst halt kurz irgendwie. Aber muss ich es jetzt nochmal teilen? Muss ich es nochmal irgendwie an wen schicken? Muss ich da... Das ist halt so der nächste Schritt, ob man den dann machen muss. Ob man da nochmal so reingehen muss und... Das verstehe ich halt nicht. Da sollte eigentlich KuchenTV drüber sein. Oder sowas. Oder das Bild hier. Und ja, klar sind viele Sachen nicht ernst gemeint, ist dummes Getrolle und so weiter und so fort. Dafür ist unter anderem Twitter bekannt. Das Problem ist aber nur, mit diesen absolut unnötigen und auch unlustigen Sprüchen wird halt immer mehr und mehr ein Trend erzeugt. Und dieser ist dann tatsächlich mehr oder weniger entstanden. Und da KuchenTV dort somit die größte Reichweite hat bei diesem Trolling, pusht er das Ganze wirklich immens nach oben. So gibt es Troll-Accounts, die zur Hälfte daraus bestehen, Menschen komplett niederzumachen. Und der vermutlich größte von diesen Troll-Accounts heißt Kobalt und der interagiert hin und wieder auch immer mal mit KuchenTV und die scheint sich ganz gut zu verstehen. Und dieser postet dann beispielsweise solche Takes hier. Gewichtstabelle bei Frauen. 54 bis 55 Kilogramm ist gleich Göttin. 90 plus Kilogramm ist Boeing 747 mit 80 Extrasitzen. Ernstes Thema. Warte mal, aber eins verstehe ich von der Logik her gerade nicht. Ich weiß, ich hatte irgendwie Biologie nicht wirklich aufgepasst. Göttin, Prinzessin. Warum kommt nach Prinzessin gleich der Wal? 65 bis 85 ist ein Wal? Bei welcher Körpergröße vor allem? Wenn die Frau 1,80 Meter groß ist, da sind das noch ganz normale Gewichtswerte. Und ich finde auch ehrlich gesagt, 65 bis 85 Wal hat der sie noch alle. Der ist ja bekloppt. Der spinnt doch wohl. Außerdem, also wenn, dann müsste der Wal vor dem Mammut sein, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal so einen Blauwal nehmen, der ist, größer und fetter als ein Mammut war. Aber gut, 85 bis 90 ist ein Mammut. Okay, also wir nehmen jetzt mal eine 1,80 Meter Frau. Es gibt ja so großgewachsene Frauen. Oder, ne? Und wenn die jetzt 85 bis 90 wiegt, dann hat sie doch fast noch Normalgewicht. Dann ist sie noch ein bisschen drüber halt. Wenn wir jetzt eine 1,60 Meter Frau nehmen, ja, dann ist die schon deutlich runder dadurch. Aber die Sache ist halt auch, wozu muss ich so einen Scheiß posten? Also, da ist ja, ist das jetzt so lustig? Das ist nicht, es ist ja nicht mal gut umgesetzt. Von Göttin, Prinzessin, gleich zum Wal. Da fehlen ja noch ein paar Zwischenstufen, wenn dann, also von der Logik her, wenn man es nur rein logisch betrachtet. Du bist bei 65 Prinzessin und dann ab, vor allem, dann müsste er 66 da nehmen. Also, was jetzt? 65,4 ist Prinzessin, 65,5 oder 6 ist dann wie schon der Wal. Ja, mega lustiger Typ. Ja, der ist richtig kreativ drauf, du. Idiot. Boeing 747 mit 80 Extrasitzen. Ernstes Thema. Ich habe bemerkt, dass wegen mir viele Leute in letzter Zeit angefangen haben, fette Menschen und Transsexuelle zu beleidigen. Ich will nur klarstellen, dass ich das super finde. Oh mein... Ja, haben wir mal wieder so einen edgy Typ gefunden. Wow. Ich kann echt nur hoffen, dass der 14, 16, 18 oder 20 maximal ist. Ich hoffe es wirklich, weil das ist einfach nur peinlich. Das ist einfach nur höchstmaße peinlich, dieses, oh, ich bin so edgy und jetzt werden andere Leute fertig gemacht, oh, finde ich ja so geil. Das ist so, oh, das sind wieder so Leute,
Wenn er neben mir, weißt du, sind so Menschen, mit denen du einen runterscheuern willst. Einfach so, halt doch einfach die Schnauze, echt so. Das ist so. So. Also, ich kann noch über manchen kreativen Witz lachen, da, wenn der irgendwie, wenn das ein tolles Wortspiel ist oder wenn es richtig. Manche Aktionen ja so bekloppt, dass man halt, ne, einfach lachen muss, ne. Stichwort Klingelschild, ne. Ich muss nicht mehr dazu sagen. Aber im nächsten Moment denkst du halt so, ey, Alter, komm. Hör auf jetzt, reicht, ne. Und, das dann nochmal zu zelebrieren und darauf stolz zu sein, zu sagen, hier, voll geil, so. Jeder macht mal einen dummen Witz im Leben, ne, ist doch klar, aber wenn du das dann noch so zelebrieren musst. Ich verstehe das nicht. Das ist auch wieder so. Geht nicht an mich ran. Mein Gott, Kuchen TV findet mich auch fett. Mein Lebenstraum geht in Erfüllung. 3 Jahre Bulimie und danach Recovery haben sich gelohnt für dieses Kompliment. 3 Jahre Recovery ist gleich wieder ein Mammut geworden. Und... Ja, das ist halt, glaub ich, genau an dem Punkt. Du kannst halt schwarzen Humor haben und auch mal an die Grenze gehen, sehr lustig sein, ne? Und dann gibt es halt irgendwie so einen Punkt, wo es dann einfach nur noch, ja, wo du dann dich selber eigentlich ins Ausschießt. Wenn du dich halt wie, wenn du dich wirklich wie so ein soziopathisches Arschloch verhältst, dass du, weiß ich nicht, dass du noch so rumsticheln musst. Du irgendwann überschreitest du halt diesen einen Punkt, wo du einfach nicht mehr witzig bist, sondern wo du einfach nur noch denkst, Arschloch. So. Ich glaube, da geht's einfach so einen gewissen Punkt, den du, wenn du den überschreitest, wird's einfach nicht mehr lustig. Nicht, weil der Witz irgendwie hart ist, sondern weil du einfach zeigst, dass du anscheinend null Empathie hast. So, dass du auch gar nicht einen Witz machst, der irgendwie kreativ ist und der irgendeine Idee hat, der irgendwas aufzeigen soll, sondern dass du einfach nur noch beleidigen willst eigentlich. Also, dass du einfach nur noch willst, dass der andere sich scheiße fühlt. Und ich glaube, das ist so, wenn du diese Absicht hast, dann bist du halt kein Komiker, dann bist du auch keiner, der den schwarzen Humor besonders toll beherrscht, sondern bist einfach nur noch ein Arschloch. Aus meiner Sicht jedenfalls. Und so weiter und so fort. Also ich denke, man erkennt allmählich die Ausmaße, die das Ganze nimmt. Und auf meinen Tweet zur Kritik zu diesem bodenlosen Rumbeleidigen aufgrund des Übergewichts von Personen, bekam ich dann von KuchenTV folgende Antwort. Wir sollten die Asozialität, dem Steuerzahler jährlich über 20 Milliarden Euro zu kosten, wegen Faulheit und fehlender Willenskraft nicht ignorieren. Und das war 2016. Heute ist es noch höher. Daraufhin fragte ich ihn dann, ob... Das sind so Momente, wo ich immer denke, so, ob Kuchen ist auch so ein Typ, wo du immer denkst, so, jetzt hat er es doch begriffen, jetzt hat er sich verändert irgendwie, ne? Und er ist doch gar nicht so dumm und er ist doch eigentlich ganz in Ordnung, ne? Und dann, ich meine, auf die Frage hin, aber rechtfertigt das Beleidigen das öffentliche Bloßstellen von Menschen, welche nicht die Absicht hatten, so dargestellt zu werden? Ja. Dann denkst du so, Kuchen, du Du könntest echt bei Leuten ankommen, die vielleicht nicht ganz so dumm sind, ne? Aber dann bringt er wieder sowas, wo du echt denkst, warum macht er das? Warum? Warum hat er das nötig? Und ich finde auch immer wieder diese Auflistung von welchen Kosten und so Zeug. Oh Gott, ey, das ist wieder so auf irgendwelche Personen bezogen. Man denkt, oh, die sind für das Elend und für das Leid Deutschlands verantwortlich. Da gehen meine Steuern hin. Und das sind auch wieder so Debatten. Nee, das finde ich... Oh. Furchtbar. Das geht so von so vielen Kernthemen weg. Ob das jetzt ernsthaft sein Grund ist, deswegen einfach übergewichtige Menschen grundlos zu beleidigen. Auf die Frage bekam ich dann übrigens ein stumpfes Ja. Und das, was mich halt aufregt, ist, ich weiß, das Ganze ist Getrolle und die finden das lustig und so weiter. Und in Real Life... Ja, aber das ist halt, wo ich auch immer wieder sage, dieses Trolling ist halt irgendwann auch nicht mehr lustig. Du kannst irgendwann, kannst nicht alles mit Trolling rechtfertigen. So, du kriegst, oder mit Prank oder was auch immer, aber so funktioniert die Welt halt nicht. Du kannst dich nicht mehr rausreden, indem du irgendwie besonders... eine besondere Art des Humors vertrittst, ne? So, wir haben gestern jemanden abgestochen, das ist unser Humor. Das ist ein krasser Vergleich, aber es ist so ein bisschen immer so dieses, man redet sich halt immer mit nur einer besonderen Art des Humors halt aus, aber wie gesagt, ich lach auch über krasse Sachen. Wir hatten neulich hier diesen Herbert Grönemeyer-Text verarscht, ne? Hier Männer, ne? Da fielen mir auch so Sprüche ein wie, Männer springen sich in die Luft, ne? Da ging es aber einfach darum, die Absurdität dieses Textes eigentlich zur Schau zu stellen, ne? So ein Lied halt über Männer zu machen. So, zumal da auch ein Körnchen noch Wahrheit drin steckt, ne? Aber das, was hier halt Kuchen jetzt irgendwie macht, das ist irgendwie. Er könnte es besser machen. Mein Gott, da.
da würde ich mir jetzt echt hoffen, dass irgendwie sagt, hey, pass auf, da bin ich zu weit gegangen, ja, tut mir leid, ne, aber das hat er halt schon oft gemacht, ne, so, denkst du, er macht wie 4, 5 Videos, die ganz in Ordnung sind, teilweise ganz gut, ne, und dann bringt er wieder so einen Blödsinn. Live würden die auch nicht zu Leuten einfach hingehen und die random als fett beleidigen. Aber sich halt in Videos hinstellen und zu sagen, yo, ich würde jeden blockieren, der einfach andere beleidigt und dann... Das ist dann halt wie ein Lippenbekenntnis nur. ...sehe ich auf Twitter und auf Instagram, dass dort Menschen einfach fertig gemacht werden, dann ist das für mich einfach nicht nur widersprüchlich, sondern mega, mega uncool. Das ist ja schon irgendwo ein Widerspruch, oder nicht? Zumal ja trotz meiner Kritik und die Kritik von vielen anderen immer weitergemacht wird. Wie gesagt, das hier soll jetzt auch gar kein Gebäsche gegen KuchenTV sein und ich möchte jetzt auch nicht nur auf Kuchen... Naja, Kuchenkind, so. Drauf rumhacken, sondern... Ich habe gedacht, dass die Zeiten wäre jetzt mal vorbei, dass man ihn irgendwie ernst nehmen kann, aber das ist... Ich glaube, das hat ja Imp auch, glaube ich, schon gesagt oder auch schon festgestellt, ne? Bei Kuchen denkst du immer wieder so, er ist doch echt in Ordnung irgendwie, er ist nicht ganz so. Aber dann bringt er wieder irgendein Ding, wo du denkst, oh, warum? So geht's eigentlich nur darum, dass er irgendwie will er den Applaus von irgendeiner Gruppe, die besonders edgy drauf ist, oder will er vermeiden, dass er irgendwann als vernünftiger angesehener Streamer irgendwie gesehen wird? Ich weiß es nicht. Das ist so. Ich verstehe nicht manchmal dem seine Motivation. Was einfach nur Klicks, einfach nur Aufmerksamkeit. Ich hoffe nicht. Weil das ist ja genau das, was er in seinen Videos so oft kritisiert. Also irgendwelchen Leuten, die er da auch mal thematisiert. Oder es war zuletzt zu wenig los, ne? Wenn der Shoyoka-Beef jetzt irgendwie ausgelutscht war und Dara die ganze Geschichte und was jetzt noch alles lief, vielleicht ist, weil so viel irgendwie uninteressant geworden, dass man jetzt irgendwie darüber ein Thema machen muss. Dass man jetzt versucht halt wieder durch irgendwelche edgy Aktionen sich ins Rampenlicht irgendwie zu bringen. Keine Ahnung. Ich bin nicht in seinem Kopf drin. Es soll einfach mal den Ernst der Lage aufzeigen, weil das offensichtliche Mobbing schlichtweg sehr negative Auswirkungen auf die betroffenen Personen haben kann. Unter meinem Post schrieb dann beispielsweise jemand mit Übergewicht Folgendes. Ich bin praktisch mein Leben lang dick. Ich habe niemandem etwas getan. Nie. Meine komplette Schulzeit war die Hölle. Kaum Freunde, soziale Kontakte null. Ich bin jetzt 39. Verheiratet, gesund, trotz dick und glücklich. Trotzdem verfolgen mich die Erlebnisse bis heute. Haha, Pech gehabt, du warst fett. Oh Gott, das ist so. Ja, es gibt halt wirklich Leute, also natürlich, ne, wenn du halt zu Übergewicht neigst, ne, aufgrund, keine Ahnung, Schilddrüse, was es da alles so gibt, ne, so, es gibt einfach verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man eben starkes Übergewicht hat, ne, Gene, was auch immer, ich bin ja kein Biologe, so. Natürlich, wenn man irgendwann merkt, man muss halt mehr auf seine Ernährung achten, vielleicht wie andere, weil vielleicht andere halt einfach nicht so schnell zunehmen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel minimal als Vergleich hier diesen Dienstag, ne, der hat das ja erklärt, er hat ja Probleme mit Gewicht und mit Muskelaufbau, ne, weil er diese Krankheit da auch hat irgendwie oder dieses Syndrom, ich weiß nicht, wie sich das genau nochmal nennt, so, und der bleibt ja immer dünn, der kann eine ganze Packung Kinderpingui, hat er erzählt, wegsnacken, ne, und ja, dem passiert halt nichts, ne, und bei anderen ist es halt so, ne, mit Fresst euch fett, ihr fetten Fettschweine. Ja, und das hat er natürlich auch nur ironisch gemeint, ne? Aber es ist halt, andere Leute können das halt nicht so gut vertragen. Natürlich trägt man dann halt eine Verantwortung, wie man dann halt sich ernährt, ne? So, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin jetzt 33, werde bald 34, so, irgendwann sagt der Körper so, du kannst halt nicht mehr irgendwie 10 Bier trinken, ohne dass du irgendwie dann. Also so, dass du halt trotzdem nicht zunimmst, das passiert halt irgendwann nicht mehr. So, irgendwann sagt halt dein Körper, okay, er setzt es an, die Fettzellen sind irgendwo aufgebaut, so. Also bräuchte ich mich jetzt nicht beklagen, dass ich dicker werde. Ne? Das könnte dann halt passieren. Ich habe ja noch Glück gehabt. Durch meine Ernährung, die ich habe, durch meinen ganzen Lebenswandel etc., bin ich noch zu dünn. Ich müsste ein richtiger Wal sein eigentlich, ne? Also ich müsste hier von der Ernährung her an allem, mich müsste man eigentlich durch die Ortschaft rollen können. Aber es sind halt Leute, bei denen das noch viel früher zuschlägt, die halt früher dicker werden. Trotz allem, und das ist so der Punkt, wenn ich jetzt mal wie Leute in der Schulklasse hätte oder auf der Arbeit oder wenn du abends weggehst und auf Leute triffst, so, mich interessiert es dann auch gar nicht, ob die dicker sind oder so. So, das ist so.
Also unter Freunden kann es mal passieren, dass der eine mal Dickerchen mal genannt wird, aber dann sagt er zu mir genauso, ja, du Zwerg oder sowas ähnliches, ne? Und man stößt ein Bier an und gut ist, ne? So, und das muss man ja auch nicht die ganze Zeit machen, so, ne? Das ist halt, aber Leute, die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, diskriminieren aufgrund irgendwie von Übergewicht oder sonst was und damit nicht aufhören und ihnen quasi so ein bisschen unterstellen, ja, ihr seid ja richtig schlimme Menschen, weil ihr fett seid oder so. Und ich dann denke, ja, geht's noch, ey, komm, lass die Leute doch mal in Ruhe. Oder vielleicht ist der, ne, dieser Matt C. Chris da oben, vielleicht ist das halt ein ganz netter Dude, so. Man sollte doch dann solche Leute einfach mal in Ruhe lassen und die nicht andauernd irgendwie auf irgendwas reduzieren und verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Ist auch einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der Witz dahinter auch ist. Es ist so unkreativ auch einfach. Ist einfach. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe den Humor nicht. Witze über Dicke. Aber das ist ja oft so, dass ich hier nichts verstehe. Oder da mal ein Spruch. Als Erwachsener kein Problem, für junge Leute ist das halt schwieriger. Und dieser Kommentar sagt leider wirklich sehr, sehr viel aus. Denn dieses Verhalten, dickere Menschen zu trollen und das lustig zu finden, reicht halt bis in die Schule. Und wir wissen alle, wie Kinder sind. Oftmals können Kinder nichts dafür, dass sie dicker sind. Das liegt halt maximal am Elternhaus. Dennoch sind die Kinder die Leidtragenden. Naja, wie gesagt, es sind genetische Voraussetzungen. Es kann natürlich auch Sachen wie, keine Ahnung, da können so viele Faktoren mit reinspielen, warum jemand halt dick wird. Vielleicht verliert sich jemand in eine Fresssucht, vielleicht aufgrund von Depressionen oder von Wut, Trauer, Traumata etc. Ne? Es gibt da so viele Faktoren, die mit reinspielen. Vielleicht hat jemand schon einfach von Natur aus den Hang dazu, ne? Wie ich es gerade erklärt habe. Aber wenn man dann wie 25 ist oder 30 oder 35, ich weiß nicht, und dann immer noch diese Karte spielen muss und dann immer noch wie denkt, man muss mit Leute da wie fertig machen, weil sie ein bisschen was angesetzt haben. Oh, was soll das so? Und werden völlig unnötig von anderen Kindern gemobbt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an meine Schulzeit und versetzt euch vielleicht auch mal an die frühere Lage, wo ihr noch in der Schule wart oder vielleicht seid ihr auch noch in der Schule. Da war es regelrechte Normalität, dass dicke Menschen immer einstecken mussten und kassiert haben. Und das... Ja, wobei, die können auch manchmal gut austeilen, ne? Also ich würde aufpassen. Es gibt auch genug dicke Menschen, die dann immer, denen reicht's dann mal und durch ihr Gewicht, das sie angesetzt haben, die sind vielleicht nicht mal mega sportlich, aber die haben dann trotzdem immer ein bisschen Kraft in den Armen. Und ehrlich gesagt, jeder, der als Übergewichtiger da mal irgendwann eine runterhaut, ne, also ich kann's verstehen. Also wenn man halt hier, wenn man da mir gemobbt worden ist, wenn dann halt jemand da mal ausholt, ne, mit einer Flosse und kann ich verstehen. Irgendwann reicht's halt, ne? Muss ja nicht alles geben. Obwohl denen keinerlei Schuld trifft. Also an alle Influencer, werdet euch bitte eurer Verantwortung bewusst, was das für Auswirkungen haben kann, wenn ihr Hass gegen dickere Menschen übel befeuert. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man Menschen darüber aufklärt, dass Übergewichtigkeit zu Problemen führen kann und man muss auch Übergewicht nicht schönreden. Das sage ich zu keinem Prozent. Aber das tun ja so viele Fette oft selber nicht. Wer muss jetzt mal deutlich sagen, das hat doch Rainer Kalbert übergemerkt, ne? Ja, dass ich halt fett bin und dass ich halt 10 Hamburger esse. Das hat der auch immer gemerkt. Ne, das hat doch ein Ottfried Fischer gemerkt oder ein Kevin James oder so, die merken ja auch, dass sie fett sind. So. Die stehen ja auch dazu und ich glaube, irgendwann ist ja gut oder Mark hat zu viel oder da muss man gar nicht irgendwie rumstochern dran. So. Aber in diesem Fall geht es offensichtlich ausschließlich um das Bloßstellen, um Mobbing und um mehr geht es hier nicht. Und es ist halt auch alles andere als cool, weil damit löst man keinerlei Probleme. Ganz im Gegenteil, durch Mobbing verfallen die Betroffenen noch in psychische Probleme. Genau, das ist der Punkt. Du in den seltensten Fällen kannst du mir dafür sorgen. Es gibt manchmal Einzelfälle, wo Leute dann vielleicht wie ihr Leben ändern konnten oder haben dann irgendwie was verbessern können. Aber meistens, ja, die Punkte, die hier da gerade aufgelistet sind eigentlich. Genau das führt halt meistens dazu, weil Menschen eben nicht immer psychisch so stabil sind, dass sie damit immer so klar kommen. Da reicht schon aus, wenn manche Dinge im Leben sonst auch nicht so toll klappen und du fällst wirklich in so eine Depression oder sowas. Das ist halt was, da denken die Leute wieder alle so eine Weichei-Kultur und sonst was. Nee, das ist halt Fakt. So. Wenn man Menschen permanent unter negativen Stress setzt, das fängt schon mit Mobbing oder Hänseln oder so Kram an, das führt eben zu anderen Sachen. So, das ist halt so. Ich glaube, das hat nun mal die Wissenschaft erkannt. Und ja, das sollte man dann eben lassen. Ne? Deswegen nochmal, lasst doch einfach mal Leute in Ruhe, die irgendwelche Besonderheiten haben. Ne?
Wir kommen, glaube ich, wieder zur Glasauge-Diskussion zurück. Damals beim Parabariton bei Stay Dart. Ja, das, ne, egal was man, ob man Stay mag oder nicht, aber das war ein geiler Rant damals so, ne. Komm, wir reden jetzt nicht über das Thema Weißrussland und, Diktatur und so Zeug, ne. Wir reden jetzt über das Glasauge von Parabariton. So. Und dann wird das eine Endlosspirale und die kommt dort gar nicht mehr raus. Und das ärgert mich immens. Vor allem, weil das bei Kindern so extrem schlimm ist. Und gerade die selber über Mobbing klagten in der Vergangenheit, die sollten bei sowas vor allem nicht mitmachen, wenn ihr mich fragt. Denn Honey Poo sagte beispielsweise damals Folgendes. In der Schulzeit wurde mir mal oft gesagt, dass ich aussehe wie ein Junge, weil ich, ne, Statur... Okay. Hab kein Po, hab keine Brüste. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, mich fuckt das richtig ab, dass die Leute sagen, ich wäre wie ein Kind. Was ist das für ein Stream? Okay. Und mich hat es dann irgendwann mal getroffen, als Leute gesagt haben, ich sehe nur irgendwie so wie so ein Barbie-Traumhaus. Ist nicht böse gemeint, aber es ist gerade echt so. Ey, yo. Alle so weiß und. Würde es sich nicht für Sascha anfühlen, als würde ein Kind füllen mit dir. Und ich so. What? Also so richtig, die sind richtig beleidigend reingegangen. Was? Da wurde ein Video von mir auf TikTok gepostet, von meinem Vlog, wie ich ein Bikini anhab. Und dann kam, die Kommentarsektion war ekelhaft. Also sie beklagt sich. Boah, das ist so niveaulos, auf so eine Scheiße würde ich gar nicht kommen. Also egal, ob ich jetzt diese Streamerin kenne oder mag oder so, aber hey, weiß ich nicht, was machen die, haben die Leute wirklich so 30 Accounts, dass sie den ganzen Tag irgendwo unterwegs sind und irgendwelche Leute beleidigen oder nerven? Ist das wirklich so ein Hobby, so die ganze Zeit, okay, da ist eine Frau, die jetzt irgendwie etwas flachbrüstiger oder sonst was ist und so, und dann macht man, ich meine, ich weiß es, ich find's nicht lustig, ich find das irgendwie... Weiß ich, das ist einfach so pubertärer Humor halt. Du kannst echt nur hoffen, dass es pubertäre Kinder sind, die da schreiben. Aber das Schlimme ist, ich hab's echt schon gemerkt, es gibt Leute, die irgendwie schon so 20, 30, teilweise 40 sind, die echt noch solche Witze machen. Das ist so, oh Gott, ey. Sich über ihre Schulzeit und auch während sie mit Sascha zusammen war, wurde sie hin und wieder gemobbt. Das ist alles andere als cool. Ich verstehe ihre Lage und ich finde es ganz, ganz schrecklich. Aber dann schreibt Honey Poo auch wiederum auf Twitter Folgendes. Neben mir im Flieger sitzt die Mastigkeit in Person, goddamn, auf ja. Die 13-Stunden-Flug. Also gerade wenn man selbst von Mobbing betroffen war aufgrund des Körpers, ist das halt alles andere als ein klares Zeichen gegen Mobbing zu setzen. Ja. Denn Honey Poo hat vor allem mit ihrer immensen Reichweite einen ziemlich starken Einfluss auf die Jugend. Und wenn dann andere einfach als Mastsau oder Mastigkeit beleidigt werden, ich glaube, die Betroffenen feiern solche Sprüche eher weniger. Also wenn jemand halt wirklich extrem stark übergewichtig ist, ne, und das halt wirklich quasi zwei Sitze braucht im Flugzeug, ne, und das Thema wurde ja auch schon behandelt, ne, wo man dann auch sagt, ne, das wäre wie Fatshaming oder Bodyshaming, wenn jemand jetzt mehr bezahlen müsste, weil, ne, ich glaube, hier Reinhard Kallmund hat ja damals auch zwei Sitze im Stadion immer bezahlt oder belegt halt, ne, ich meine, ich glaube, der hätte eh wahrscheinlich wie ein Leverkusen hat der auf jeden Fall, glaube ich, ne, ich glaube, da musste er nicht zahlen, ne, bei Bayer Leverkusen, aber kenne mich da eh nicht so aus, wie die das immer regeln mit ihren VIP-Plätzen und so, aber er hat zwei Plätze gezahlt. Und klar, ich find's auch unangenehm, in einem Zug zu sitzen, wo jemand halt so... Ne, ich habe einen reservierten Platz zum Beispiel und jetzt kommt da plötzlich 150 Kilo, ne? Ist schon eine blöde Situation. Frage ist, muss ich das jetzt in Twitter reinschreiben? Ich kann theoretisch... Ich könnte es verstehen, wenn jemand eine WhatsApp schreibt oder so und sagt, hier, ja, ich bin, der Flug ist ein bisschen unangenehm, neben mir habe ich halt jemanden etwas stark übergewichtigen und es ist ein bisschen enger geworden für mich, ne? Ist halt scheiße. Muss ich deswegen auf Twitter gehen oder auf Facebook oder auf irgendeine andere Drecksplattform? Nee, muss ich halt nicht. So, ich muss halt nicht gleich so weit gehen, sondern das reicht halt aus. Könnte jetzt mal sein, ich schreibe hier irgendwie, meiner Freundin dann hier, Schatz, ein bisschen eng hier, ne? Da ist mal jemand stark übergewichtiges oder der schwitzt noch oder passiert halt manchmal, ne? So, unangenehm halt, ne? So, und am besten wäre es auch, wenn halt Leute, die gewisses Gewicht überschreiten, wo man dann einfach schon nahezu zwei Plätze braucht, dass sie halt notfalls auch zwei Plätze auch zahlen. Jetzt kann man wiederum sagen, sind die behindert, haben die eine Krankheit, dies, das, okay, aber da muss man irgendeine andere Lösung finden, weil es geht natürlich nicht, dass der andere Passagier, der andere Mitfahrer, dass der irgendwie darunter leidet, dass halt ihm jemand stark Übergewichtiges ist. Aber nochmal, sowas muss man halt auf Twitter oder sonst wo nicht nochmal extra wie
Weil eigentlich ist das ja, dieser Tweet ist eigentlich nur dazu da, dass man dafür hier Herzchen kriegt. Um nichts geht, da geht's um nichts anderes. Eigentlich geht's jetzt nur darum, dass das halt jetzt ein paar Leute sagen, ih, Fette. So, das ist halt, was daraus eigentlich nur gemacht wird. Weil ich glaube, weil die Situation kann sie ohnehin nicht ändern, vor allem erst rechtlich nicht über, über Facebook oder so. Ne, da würde ich dann eher entweder sagen, okay, es ist wie kaum zu ertragen oder es ist ganz schlimm. Ne, ich kann hier nicht sitzen oder was auch immer da dann passiert, dann sollte man zu einem Personal gehen und dann das vielleicht ansprechen oder zumindest mal diesen Herrn oder diese Dame fragen oder Gender, was auch immer und fragen, ja, ob man da vielleicht eine Lösung findet oder so. Ist halt unangenehm, ne, aber ich weiß halt nicht, ob man das irgendwie im Social Media zelebrieren muss. Irgendwie, dass man da jetzt nochmal. Das ist halt so, ne? Die Leute, die gemobbt worden sind, sind halt auch gern selber oft wieder Mobber, ne? Ich meinte übrigens im Anschluss, dass sie da falsch verstanden wurde. Sie meinte das auch irgendwie anders. Ich konnte dazu jetzt leider kein separates Statement finden. Vielleicht hat sie das auch noch aufgeklärt, weshalb sie das gesagt hat. Als Außenstehender ist das allerdings ziemlich befremdlich, sowas zu hören. Und nein, ich bin natürlich auch nicht der Gutmensch des Jahres, wie es mir vorgeworfen wurde. Natürlich ist das nicht angenehm, wenn man 13 Stunden in einem Flieger sitzt und hat dort kaum Platz. Darüber kann man sich persönlich natürlich aufregen. Und in der Situation ist das auch nichts Schönes. Die Frage ist aber ja, halt nur, wie man sich dazu äußert. Mit dem was ich gerade gesagt habe, muss man das halt jetzt auf Twitter irgendwie beitreten. Dort Mastigkeit sehe ich halt ein Problem, dadurch wird suggeriert, ey, ein dicker Mensch ist wie eine Mastsau. Imagine die Person im Flieger neben Honey Poo ist deutsch und hat das mitbekommen, was Honey Poo dort über ihn gesagt hat, dann würde ich einfach mal sagen, Chichi an der Stelle und ich glaube, der würde sich eher weniger darüber freuen. Natürlich darf hierbei auch ein Orange Morange nicht fehlen, er beschwerte sich ja immer wieder. Na gut, also den kann ich ja sowieso nicht ernst nehmen. Guter Tweet, leider wird das die verblödete NPC-Maße niemals raffen. Das ist auch, das ist das jetzt auch echt so das Wort der letzten ein, zwei Jahre? NPC, ne? NPCs werfen anderen vor, NPCs zu sein, so habe ich oft den Eindruck, ne? So, das ist wie so ein neues Wort, das ganz vielen gefällt, so, oh, wieder solche NPCs. Das ist so eine arrogante Scheiße eigentlich, dieses NPC-Gequatsche immer. Die halten sich alle für die Krone der Schöpfung, wirklich, für das Allerhöchste und sagen dann ständig, ah, die verstehen die Welt nicht, NPC. Ah, die hinterfragen nichts, NPC. Es ist so, und ich denke dann so, Alter, fang mal bei dir selber an. So, bist du dir sicher, dass du alle Dinge auf dieser Welt verstehst, dass du alles mal hinterfragt hast, dass du dich mit vielen Dingen beschäftigt hast? Weißt du was, vielleicht sind wir alle manchmal ein bisschen NPCs, kann ja gut sein. Aber dieser Schlagbegriff jetzt NPC, der ist jetzt so in Mode geraten. Die letzten zwei, drei Jahre richtig heftig, ne? Jetzt sind wir alle ganz, ganz aufgeklärt und so. Und da draußen sind die Dummen und, ne? Und die Nicht-Erleuchteten. Und ich bin ein Erleuchteter. Da sind die NPCs. So, vor allem, wer das manchmal in den Mund nimmt. Ja, diese NPCs. Ja, vielleicht bist du selber einer. Darüber, dass Leute ihn gefrontet haben, indem sie Videos von seiner Freundin gepostet haben, da sie ja Erwachsenendarsteller. Vor allem Masse. Vielleicht soll ihm mal bewusst werden, dass es Masse heißt, ne? Das wird heute mit Doppel-S geschrieben, ne? Nicht die NPC-Masse, sondern Masse. Vielleicht soll es ja auch ein Wortspiel wiederum sein. NPC-Masse. Bezogen auf Körpermaße oder was. Ja, der Orange-Moment. Sehr, sehr intelligenter, cleverer Mensch. Ja, vor allem mit sehr viel Niveau vor allem. Statt dass er es aber besser macht und ein besseres Beispiel ist und nicht andere deswegen einfach unnötig hatet, postete er zuerst, dass es halt Freundschaften zwischen Männern und Frauen nicht gibt. Daraufhin schrieb dann eine Freundschaft zwischen Mann und Frau existiert nicht. Aha. Userin namens Gina, dass er sie doch bitte wieder blockieren soll. Und daraufhin postete Orange Morange ein Bild von ihr, dass sie eine. So eine Frau könnte ich mir eine Freundschaft vorstellen. Ausnahme sei und er. Wow, ich bin so edgy, ich bin so krass. Dass ich demnach eine Freundschaft zwischen Gina und ihm vorstellen könnte. Im Sinne davon. Ich bin so ein fieser, gemeiner Typ. Hahaha, Roffel. Hehehehehehe. Dass sie entweder viel zu fett für ihn ist. Man kann sich jetzt drüber streiten. Man kann sagen, dass das Ganze einfach absolut traurig ist. Und diese Verhaltensweisen haben sich vor allem auf Twitter wirklich massivst gestärkt. Das ist mit. Ja, also an dem Punkt hat man schon immer eine Vorbildsfunktion, muss man schon sagen.
mittlerweile normal geworden ist, Menschen dort komplett wegzubeleidigen, wenn sie etwas dicker aussehen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sich etwas dickere Menschen im Internet nicht zeigen wollen, weil sie sich damit sowas beschäftigen müssen. Man muss halt wirklich nicht ständig aufs Äußere gehen, um jemand anzugreifen, vor allem, wenn man nicht mal danach gefragt wurde. Und ich bitte hierbei inständig, wenn ihr wirklich etwas gegen Mobbing habt und auch Mobbing bei Kindern stoppen oder am besten verhindern wollt, dann seid einfach in der Hinsicht bitte Vorbilder und trollt nicht die ganze Zeit rum, weil das macht's nicht besser. Denn auch wenn das Ganze Spaß und Trolling sein soll, verletzt es am Ende des Tages trotzdem Menschen, die teilweise nicht mal etwas dafür können, dass sie so aussehen. Von mir aus könnt ihr andere Menschen aufklären, dass Übergewicht ungesund ist und dass es Gefahren mit sich bringt, ist alles schön und gut. Aber random, immer wieder so zu agieren, wie ich es euch gerade in diesem Video gezeigt habe, finde ich, geht einfach gar nicht klar und das geht an die Psyche von den betroffenen Personen. Das hier ist auch kein Farmen von Gratismut, wie es mir vorgeworfen wurde, sondern das ist wirklich ein ernst gemeinter Appell an alle YouTuber und Streamer da draußen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen euch, ich bin auch nicht fehlerfrei, aber dafür lernt man auch mit der Zeit dazu und kann versuchen, daraus zu lernen und es besser zu machen. Ich denke, keiner von uns ist frei von Fehlern, hat Ähnliches schon mal gemacht, deswegen denkt immer darüber nach, wie das ankommt, was ihr anderen sagt. Dieses Thema lag mir einfach am Herzen. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu und lasst super gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit würde ich sagen, Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ja, aber er hat recht. Er hat halt recht, ne? Kann man einfach nicht anders sagen. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem, wenn man halt eine Reichweite hat, ne? Weil, irgendwann ist halt gut, ne? Aber mit Trolling kannst du halt heutzutage auch alles rechtfertigen, ne? Das ist so. Ja. Man findet immer wieder einen Grund, um ihm zu sagen, ich bin so abgestumpft, mir ist alles egal. Hahaha. Ja, krass. Ihr seid echt krass.